Moin und hallo, willkommen zur nächsten Folge Craft the World. Goblin Lager ist angesagt. Ist er schon tot? Unser Zerstören wir jetzt, denn das wollen wir hier nicht haben. Das stört uns nur. Ja, dann ist mal. Der schläft den Schlaf der Gerechten, Komfort schlecht. Dann müssen wir es ausbauen. Verschiedene Kleinigkeiten kann man dann noch bauen, um sowas zu verbessern. Aber das kommt dann nach und nach. Das kommt in Lager jetzt so schön. Und danach können wir dann nämlich. Na, es ist fällig. Wunderbar. Hier alles abbauen. Nein, ich wollte den Zwerg nicht auswählen. Und Holz. Im Lager gibt es keine Angelrute, richtig. Zwar sind wir noch nicht. Wir haben noch keine Angelrute. Müssen wir jetzt gucken, dass wir. Denn. Was haben wir denn hier? Wenn uns der. Da so ein. Ins Ohr schnarcht. Der Freund. Wir brauchen noch Äxte. Wir brauchen Äxte. Das ist gut zu wissen. Eine Eisenaxt. Habe ich da die Sachen, ne? Eisenaxt. Auch nicht so viel Holz. Das alte Problem. Ach. Ich hab. Es tut mir leid, jetzt vergessen. Wir brauchen jetzt mal eine Schmiede. Das heißt, wir brauchen jetzt mal dann den Platz gleich, um eine Schmiede zu bauen. Das werden wir aber. Moment, eine Schmiede kann ich bauen. Und eine Werkbank. Ich werde erstmal eine Werkbank bauen. Eine Werkbank brauche ich. Ein Holztisch, den habe ich. Habe ich den? Habe ich den? Hab ich. Und ein Eisenerz. Ah, ein Eisenerz. Und zwei Holz. So. Haben wir nämlich schon mal eine Werkbank. Eine Werkbank bauen wir hier oben drauf. Schon mal einen. Nein. Also ein Stockwerk, dann mache ich hier noch die Schmiede und dann gleich noch ein das zum Kochen hin. Und dann kann man nämlich. Ich bin dann gefunden, brauche ich später für Pfeile. Oh, weil beim Werkbank, dann brauche ich nämlich die Schmiede und dann noch den hier das Lager von zum Kochen. Dafür brauche ich den Topf, den mache ich aber auch gleich. Jetzt. Eisenerz, Eisenerz, Eisenerz. Und ein Topf. Ein Lagerfeuer zum Kochen. Kochern. Ein Lagerfeuer zum Kochern. Genau. So, Holz und Holz. So. Das Holz wieder weg. Kohle zum Befeuern des Ganzen. Und dann brauchen wir den Topf. Wir haben eine Lagerfeuer. Ein Lagerfeuer zum Kochen. Das einfachste Hilfsmittel zum Kochen, warme Mahlzeiten. Das ist doch exzellent. Nein, das wollte ich nicht. So, wenn ich so, dann kann ich das auch gleich bauen. Dahin. Und dann kommt die Schmiede. Da. Brauche ich ein Wasser. Ein Wasser. Für ein Wasser brauche ich logischerweise einen Eimer. Bin ich jetzt ganz blind oder kann ich noch gar nicht bauen? Ein Eimer. Für den Eimer brauche ich Holzbretter. Holzbretter kann ich bauen natürlich aus Holz. Die Holzbretter kann ich auch erst herstellen, wenn die Werkbank fertig ist. Also. Oh, das Ganze ist Holz schon wieder nachgewachsen hier oben. Kann ich mir gleich exzellent ein bisschen Holz holen. Wenn die hier mal fertig sind. Ja, und dann kann ich nämlich. Ja, ich werde jetzt erstmal kurz. Ich mal die Steinäxte ein paar machen, dann. Oder eine. So viel habe ich gar nicht mehr. Dann kann ich nochmal einen ausrüsten mit einer oder mit zwei Steinäxten. Ist das schon mal ganz gut. So, eine und noch eine und dann. Ja, sind noch ein paar. Die
ziemlich wenig ausgestattet sind. Das muss man. Da denke ich auch nicht immer dran, dass ich die neuen Zwerge wie den Dworin hier, der ein Müller ist. Oh, nicht schon Müller? Müller. Buch des Müllers. Des Wandern ist des Müllers Lust. In diesem Fall eher nicht, aber schon mal ein bisschen mehr Erfahrung. Tischler. Habe ich einen Tischler oder einen Fischer? Ein Fischer. Exzellent. Bergarbeiter. Krieger, Koch, Krieger, Müller. Noch ein Müller. Was soll ich mit den ganzen Müllern? So. Weit war ich? Schnarch mir mal mitten ins Ohr. Holzbretter. Ich habe noch kein Holz. Dann, jetzt kommt das Holz. Natürlich unglücklich, glücklich, dass sie hier die ganze Zeit das. Muss, dann können wir aber gleich abschöpfen, das Wasser. Sie kommen schon. Bald wird sich ein Portal öffnen, aus dem Monster ausströmen, um dich anzugreifen. Kümmere dich um die Waffen und Gesundheit deiner Zwerge. Ja, Gesundheit, ja. Der schläft noch. Die Monsterwelle naht und sind alle ausgestattet. Nee, natürlich nicht. Dann noch ein Holzhelm. Noch ein Holzhelm. Noch eine Keule. Natürlich alles nicht optimal, aber gut, nach und nach wird. Wir können dann uns auch noch irgendwie eine Rüstung später machen, weil dafür brauchen wir natürlich Holz. Und wir wissen ja, Holz ist im Moment ein bisschen knapp. Ich würde natürlich auch gerne wieder nach unten gehen, wieder Eisen sammeln und Steine sammeln und alles, aber wir müssen uns da im Moment immer auf einen Punkt konzentrieren, auf eine Sache mit 7 Zwergen. Da kann man immer ein bisschen, dass das immer alles schneller geht. Ich war, glaube ich, maximal bis Level 9 in meinem anderen Spielstand gekommen. Weiß nicht, wenn es man irgendwann 20 Zwerge hat oder sowas, dann kann man mit Sicherheit das gut aufteilen, dass man sich da in verschiedenen. Die einen machen Holz, die anderen machen Steine oder allgemein den Bergbau hier unten. Man kann auch einiges abfarmen. Mit Sicherheit, da. Oh oh, oh. Noch nicht fertig, oder was? Jetzt aber schnell, Leute. Jetzt aber schnell. Auweia, auweia. Und er schläft immer noch. Möchten irgendwie über den Berg rüberkommen? Oder was soll das sein? Wo kommt. Oh. Da kommen sie mittendrin. Nein. Aber kommen gleich die nächsten. Also gar nicht so verkehrt. Da kamen die ja genau am richtigen Punkt. Das. Exzellent. Kommen gleich die nächsten auch gleich hin. Hoffentlich. Alle angreifen. Das gibt natürlich ordentlich XP hier jetzt dafür. Von 16.000 bis zum nächsten Level. Der erste flieht, ist schon nicht mehr so stark und er schläft. Kriegt hier anscheinend nichts mit. Nee, den Zombie ignorieren sie alle einfach völlig. Wir erstmal. Ja, das war dann wohl die erste Welle. Exzellent. Super gemacht. Das mag doch gefallen. So, wo war ich? Die Bretter. Bretter gleich weitermachen. Gleich die nächsten Sachen ausbauen. Wir haben keine Zeit, großartig zu schlafen. Das heißt, einige Zwerge werden es natürlich tun, aber was soll's. Das dauert jetzt ein. Das ist jetzt erstmal sich einer daran machen. Ja, der Zombie ist noch da. Und was? Komm, töte die Zombies. Und da ist er weg. Sehr schön. Kann ich mal Spiegel.
Eier habe ich nicht. Grillfleisch habe ich nicht. Okay, schon mal Salate und sowas, aber dann brauche ich hier Fleisch. Fleisch kriege ich auch zum Beispiel, also durch Hühner kriege ich, weiß nicht, ob ich da auch, da vielleicht auch Eier. Also Eier kriege ich bestimmt, aber kriege ich von den Hühnern auch Fleisch. Und gleich wieder hier ein bisschen Holz abfarmen, denn da ist immer, ist ganz gut bewährt, wenn man da ein paar Teile setzt und die dann. Na, der ist aufgewacht oder was und gleich dem Geist widmen. Na, was haben wir denn da? Wir haben ja ein Bestiarium. Hat Huhn. Fangen diese Kreatur, um ihre Eier und Federn für Pfeile zu erhalten. Geht die fangen? Kannst du nur zerstören, oder? Diese harmlosen Kreaturen sind eine Quelle für Fleisch und Wolle. Das Schaf. Exzellent. Boah. Was war? Ein Wildschwein, ein wenig gefährlich. Diese gefährlichen Kreaturen sind eine Quelle für Fleisch und Haut, das dafür genutzt werden kann, Gegenstände und Rüstungen zu fertigen. Dann die Schnecke ist harmlos. Viele Schnecken leben in dunklen, feuchten Höhlen. Sie bewegen sich langsam voran und enden häufig im Kessel eines Alchemisten oder in Schleimfackeln. Skelett, gefährlich. Die ruhelosen Seelen ehemaliger Krieger erwachen in finsteren Nächten. Sie verbünden sich und suchen nach den Lebenden. Skelette können mit ihren Körpern Plattformen bilden, damit sie und andere Monster in die Unterkünfte der Zwerge gelangen. Die Geister, harmlos, die restlosen. Restlosen? Es ist wohl. Die rastlosen Seelen ehemaliger Bergarbeiter können ihr ehemaliges Leben nicht vergessen. Versuchen immer wieder, verschiedene Gegenstände aus deinem Lager zu stehlen. Und sie tun dir großer Zombie. Ach so. Das ist gar kein Oger oder so. Das ist ein großer Zombie einfach. Große Zombies haben unermesslichen Hunger, da sie nichts in ihren Bäuchen mit Loch behalten können. Wo ist denn das? Weiß nicht, wo das ist. Riesenzecke, ein wenig gefährlich. Riesenzecken, weil manche von Bäumen sind nicht sehr gefährlich, aber Holzfäller müssten sich vor ihnen in Acht nehmen. Skelett mit Schild, gefährlich. Skelette mit Schildern können Pfeilen aus der Entfernung und Blitzangriffen standhalten. Skelettbauarbeiter, ein Skelettbauarbeiter trägt einen Stapel Knochen herum, um damit Brücken zu bauen. Auch schön. Also sind hier Kobold oder was? Oh, guck, jetzt mal noch mal ein paar mehr an. Das ist ja. Der ist auch nicht mehr so frisch hier, der Kollege, ne? Sie möchten hier das gerne alles weghaben, ne? Kann das gut verstehen, denn das mit dem Wasser ist da nicht so glücklich. Jetzt ist der Riesenzombie da unten oder was? Na, kommt auch wieder raus. Dann können wir den vielleicht auch nochmal abfertigen. Skelettsäbel, rostige Skelettkeule. Na? Dann. Da ist er doch. Hallo? Warum lauft ihr alle an dem vorbei? Sieht er nicht gefährlich genug aus, dass man den nicht angreifen muss? Oh, das kommt von überall. Hätte doch wenigstens seine Bretter fertig machen können, ne? Oder kann ich schon den Eimer. Nee, noch nichts fertig, noch nichts fertig. So. Dann. Boah, ich stehen geblieben. Richtig, er darf jetzt endlich meine Bretter fertig machen, damit ich mir endlich Eimer kaufen kann. Und damit ich Wasser abbauen kann. Damit ich gleich Spiele bauen kann. Das ist das Ziel des Ganzen. Und schon mal die ersten Bretter anscheinend ab. Die ich dann verwerten kann. Nee, im Moment nicht. Der nächste Regen fällt. So, und ich wollte jetzt gleich, wenn es wieder hell ist, mir ein Portal bauen.
mit dem ich da oben hin kann und dann wir vielleicht mal. Komm, los geht's. Völlig egal. Zombies sind anscheinend für jetzt Geschichte. Können wir auch gleich abbauen hier. Huhn und Wildschwein. Nehme ich alles mit. Wo war wieder so ein Portal gebaut? Leute. Naja, wenn ihr meint, unbedingt unten längs zu laufen. Meinetwegen. So, das Schaf ist auch jetzt meins. Das Fleisch und Fleisch und Wolle und wohl auch ein bisschen Leder. Ei. Kann ich Spiegeleier machen? Exzellent. Aber sie haben noch gar nicht groß gegessen von den Äpfeln, ne? Ist der fertig? Warum macht er keine Bretter weiter? Habe ich zu viele Aufträge erteilt oder warum? Verstehe ich nicht. Oh, dann geht es vielleicht gleich weiter. Auf jeden Fall kann ich noch. Einmal. Fehlen zwei Bretter. Wo ist der Typ, der die Bretter machen wollte? Da? Ist er das? Hat schon Bretter da irgendwie bei sich, ne? Was macht denn dieser Sternstrahl hier? Zeigt er mir, wo es lang geht? Oder eben nicht? Naja. Auch gerade gleich mal, wenn es schon mal da sind Fleisch. Das ist doch schön. Oh, Leute. Oh, das Portal ist schon wieder weg. Ach so. Sehr geschickt. Sind schon wieder 4 Minuten vorbei. Mann, 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 das geht so schnell. Sind schon wieder 17 Minuten der Folge vorbei. Total bekloppt hier. Ich habe mich einfach angesetzt, Spiel angefangen und jetzt bin ich davon los, aber ich muss gleich mal eine Pause machen von diesem Spiel. Denn ich musste eigentlich auch unbedingt mal mir was zu essen machen, denn sonst kann ich nicht weiter aufnehmen. Sonst kippe ich hier immer vom Stuhl, wenn man den ganzen Tag einfach mal nichts isst. Die ganze Zeit nur, weil wir jetzt irgendwas zu spielen oder aufzunehmen oder sonst irgendwas mache ich ja gerne, aber irgendwo müssen auch mal die grundlegenden Bedürfnisse gedeckt werden. Ich habe es immer schon mal geschafft, heute einkaufen zu gehen, dass ich wenigstens was darf, was ich kochen kann. Aber wir werden sehen. So, weiter, weiter, weiter. Hast du jetzt endlich mal deine verdammten Bretter fertig? Na, schläft. Rumschnarchen, ne? Sind sie gleich mal fertig? Endlich mal. Ich glaube, Holz haben wir im Moment gerade mal ein paar mehr. Das ist ja schon mal gar nicht so verkehrt. Jetzt noch seine verdammten Bretter fertig machen würde, dann wäre das super. Runter, genau. Das ist der richtige Weg. Und auf der letzten da läuft da runter, dann da. Hallo? Dann da und dann da, dann da. Auch nicht optimal, muss man ja sagen. Ich glaube, ich kann mit ein paar Fackeln das hier schon schöner gestalten, oder? Komfort 18%. Bin das was? Wenn hier ein paar Fackeln sind? Ja, das bringt sogar eine ganze Menge.
Das ist doch schön. Also, kann ich jetzt den Eimer bauen? Eimer, Eimer, Eimer? Ich weiß aber nicht, wie. Ja, ein Eimer, ein Eimer, ein Eimer, Bretter. Eins, zwei, drei und noch Nägel. Habe ich da ein paar von gebaut. So, Nägel. Muss er ja auch erstmal herstellen. Einfach zwei Eimer. Kann man mir nicht schauen, das ist ganz nix. Das Eimer, naja. Das sollte ein bisschen da. Einmal auch mal gucken, was hier so. Dann kann ich Kochkunst ein bisschen mal ausbauen. Und hier Holzrüstung und sowas alles bauen. Holzrüstung, Holzrüstung. Brauche ich Holz, Holz, Seil. Kann ich da Holz und da Holz und da noch Blätter. Wie viele Seile habe ich denn? Zwei Seile. Nicht so viel, aber ich kann mir immerhin zwei Rüstungen bauen und Seile brauche ich Wolle für. Wolle kann ich zum Beispiel aus Schafen gewinnen, ne? Das wäre schon mal ein Anfang. Aber nur zwei Rüstungen für zwei Zwerge ist ja schon mal nicht so verkehrt. Und ich habe noch Essen und vielleicht kommt auch noch eine Wolle, glaube ich, ne? Boah, also so langsam sind wir dabei, auszurüsten. Die Eimer kommen jetzt auch. Und wir werden bei der nächsten Folge sehen, wie wir dann das Wasser schon mal abschöpfen können und dann die Schmiede bauen. Also.